News und Talks für Gebildete. Im letzten Video bin ich ja darauf eingegangen, auf den wichtigsten Grundgedanken, den Sie lernen sollten. Wir leben in einer kranken sozialmarktwirtschaftlichen Gesellschaft, in der es Mode geworden ist, dass Ungebildete eigentlich immer nur gerne Ungebildeten zuhören. Während in der Schule die Kinder zum Glück noch so ein bisschen gesund sind, dass sie als Ungebildete gerne auch den Gebildeten zuhören. Und deswegen, also bitte versuchen Sie als Erwachsener jetzt, durchbrechen Sie diese Formel und fangen Sie an, wirklich Gebildeten zuzuhören. Woran erkennen Sie Gebildete? Gebildete erkennen Sie, dass sie rund argumentieren auf der Grundlage des harten Kerns der Naturwissenschaft. Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, Gregor Mendel, Wallace und Darwin. Wenn das nicht in der Argumentation eine Rolle spielt, dann sind Sie bei Ungebildeten und dann sollten Sie davon Abstand nehmen und nur noch auf Leute hören, die in diesem Kontext unterwegs sind, in dem harten Kern der Naturwissenschaft sozusagen. Ja, und ich will das Thema Meditation vorziehen, weil das besser zu dem vorherigen Video gehört. Also, das vorherige Video hat ja aufgezeigt, wie die soziale Marktwirtschaft, die von Professor Manfred Spitzer geschilderte Todesursache Nummer 1, Einsamkeit, erzeugt und warum sich in der Evolution krankmachende Smartphones und Sucht danach sozusagen, das Suchtmittel Smartphone sozusagen für Kinder, es hat sich ja irgendwie nicht bewährt, es hat irgendwie nicht geklappt, die Kinder zigarettensüchtig, alkoholsüchtig, drogensüchtig, medikamentensüchtig machen zu können. Also, aber jetzt ist es immerhin gelungen, unserem Wirtschaftssystem, der kranken sozialen Marktwirtschaft, unsere Kinder smartphonesüchtig zu machen. Das ist doch immerhin ein Erfolg und die Krankheitsfolgen sind laut Professor Manfred Spitzer riesig. Na, und das ist doch ein voller Erfolg, denn dann verdient ja auch wieder die kapitalistische Pharmaindustrie und Medizinindustrie wieder an der Behandlung der Smartphone-Folgekrankheiten. Aber jetzt, die Meditation ist auch wieder so ein Spielzeug. Also, ich selbst muss dazu sagen, ich habe, ich glaube, mindestens, ich weiß nicht, 10 Tage am Stück, jeden Tag 8 Stunden meditiert, kenne also Meditation sehr gut und so weiter. Habe auch sonst viel meditiert, weil ich ja auch auf solche Mechanismen reingefallen bin, natürlich. Und wir beschäftigen uns in der Wissenschaft ja auch mit progressiver Muskelrelaxation nach Jacobsen, mit autogenem Training nach Schulz, glaube ich, heißt der Mann, und so weiter. Ich habe auch selbst Verfahren entwickelt, die eine Kombi Formen sind oder Simonton, die imaginativen Verfahren und so weiter, Krebsbehandlung mit Entspannungstherapien und das ist alles schön und richtig, aber letztendlich ist es auch wieder nur ein Weg, wie unsere kranke soziale Marktwirtschaft wieder uns in Kunden verwandelt. Ja? Was ist nämlich Meditation, Entspannungsverfahren und so weiter? Warum brauchen wir die überhaupt? Weil die soziale Marktwirtschaft uns alle zum Gegeneinander aufhetzt und wir deswegen dann alle einsam sind, gestresst sind, zerstritten sind, in Streit uns befinden. Das erzeugen die Evolutionsprozesse in der sozialen Marktwirtschaft. Ich habe es ja gerade im vorherigen Video ausführlich geschildert. Und das können Sie sich direkt anschauen, ja? Die vorherige Nummer. Und das bedeutet also, in der Natur ist es so, dass die Organismen sich von selbst entspannen. Ja? Also die Bonobos zum Beispiel, Pampaniscus bonobo, die haben im Durchschnitt, die haben eine sogenannte polybisexuelle kommunistische Lebensweise, also Kommunenlebensweise, leben also kommunistisch oder in Kommunen und haben durchschnittlich 12-mal am Tag Sex miteinander, wobei
wobei die Frauen in der Gruppe zu 100% bisexuell sind und die Männer vielleicht zu 25% bisexuelle Anteile haben und natürlich der Rest auch eine intensive heterosexuelle Aktivität haben. Und darüber, und da sie liebevoll miteinander umgehen und kooperativ sind und da sie nicht durch die soziale Marktwirtschaft, die es bei ihnen nicht gibt, aufgehetzt werden zum Gegeneinander, zum Streiten, so, ich habe es vorhin im vorherigen Video geschildert, wie also dann aufgehetzt wird dazu, dass jeder mittlerweile glaubt, er ist immer im Recht und der andere immer im Unrecht, und das gibt natürlich unendlich Streitigkeiten, weil man natürlich sich nicht mehr einigen und vertragen kann, keine Verträge mehr schließen kann, sondern nur noch auseinanderkracht sozusagen. Und dann werden die Menschen einsam und dann wieder dadurch krank und wieder dadurch gute Kunden der sozialen Marktwirtschaft und der Medizinindustrie und so weiter. Und das heißt also letztendlich, die Meditation ist auch nur ein Weg, wieder Geschäfte zu machen. Die soziale Marktwirtschaft zerstört die Entspannung im Leben, die Entspanntheit im Leben, die Tatsache, dass Liebe und Körperkontakt, die Massage und Zärtlichkeit und Fellpflege, bei Affen finden wir ja die Fellpflege und so weiter, weil die noch ein Fell haben, und so weiter. Und dadurch entspannen sich Lebewesen so hervorragend, dass sie selbstverständlich keine Meditation als Geschäft und Geschäftsgrundlage brauchen, kein autogenes Training, keine progressive Muskelrelation, Relaxation, keine geführten Fantasiereisen und ähnliche Geschäftsgrundlagen. Sozusagen alles, die soziale Marktwirtschaft nimmt uns alles Natürliche weg und gibt uns Kaufprodukte wie die Meditation. Ja, und natürlich, man kann sagen, als Ersatzbefriedigung für nicht gelebtes Liebesleben und nicht gelebtes Kommunenleben kann man das als Notlösung verwenden. Aber letztendlich muss man sich immer bewusst sein, dass es sich um ein krankes Geschäft mit, also quasi die soziale Marktwirtschaft erzeugt ein Problem und dann liefert sie dann ein Kaufprodukt, nämlich die Meditation, an der sich dann wieder kapitalistisch wieder viele Leute bereichern. Also das ist auch wieder durch und durch krank, ne? Aber wie gesagt, als Notlösung, wenn sie wirklich, wenn solange unsere Welt so krank ist, wie sie ist, können sie das vielleicht machen, aber seien sie wirklich sicher, dass sie sich wirklich so gut wie möglich entspannen und dann seien Sie sich aber bewusst, dass das nur eine kranke Ersatzlösung im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft sein kann, sozusagen. Und haben Sie einfach so viel Liebesleben wie möglich und entspannen Sie sich da so gut wie möglich. Das ist der Naturweg der Entspannung, sozusagen. Ja, und jetzt hatte ich als Thema Eva Herrmann, war ja also eine ganz bekannte Tagesschausprecherin wohl gewesen und so weiter. Und sie und Andreas Popp, die scheinen wohl ein Paar zu sein, ihr neuestes Video. Sie sagen beide, oder Andreas Popp sagt, es hat sich relativ wenig verändert. Das heißt also, ihre Arbeit ist chancenlos, ja, und hat nichts erreicht. Ja, warum? Weil Eva Herrmann natürlich richtig erkannt hat, ja, hoppla, wir gehen völlig falsch mit unseren Kindern um und so weiter. Wir müssen stillen und Mutter und Kind, das ist was Wertvolles und so weiter. Solche Selbstverständlichkeiten, die wiederum, wie gesagt, für richtige Naturwissenschaftler, oh, habe ich jetzt einen Fehler gemacht, Augenblick, habe ich jetzt, jetzt muss ich irgendwie einen Fehler gemacht haben, Sekunde, Verlauf, na komisch. Nee, das war dann schon in Ordnung, dass das zu war. Dann muss ich hier nochmal gucken. Hier. Ach, da ist er, da sind sie doch. Ne? Ich habe nichts zugemacht. So, also hier,
Leute, die ständig in ihrer wissenschaftlichen Arbeit um solche Leute kreisen, wie Darwin und Mendel und so weiter, die wissen das natürlich alles. Die wissen natürlich, dass hier unsere kranke soziale Marktwirtschaft, selbstverständlich das natürliche Verhältnis zwischen Mutter und Kind zerstören musste. Denn das Kind soll ja, sozusagen Frau Herrmann spricht vom Schnuller und so weiter, das Kind soll ja sozusagen seine natürlichen Bedürfnisse nicht von der Mutter befriedigt bekommen sozusagen und ständig am Körper der Mutter sein und über viele, viele Jahre lang gestillt werden und so weiter, sondern ist das da die Mutter und das Kind, die sollen den Schnuller kaufen und dann soll das Schnuller, der Schnuller und die Milchflasche als Ersatzbefriedigung für das Stillen gewählt werden und weil das Geschäft bringt und Umsatz bringt und so weiter. Und das sind alles Selbstverständlichkeiten, dass das alles krank ist und dadurch übrigens auch eine Massenüberbevölkerung auslöst. Also dadurch werden neue Kunden geboren, die dann auch wieder diese ganzen krankmachenden Nahrungsprodukte der sozialen Marktwirtschaft essen. Also das Ganze, sie hat vollkommen recht, das Ganze ist natürlich krank und verrückt, aber das ist eine Selbstverständlichkeit. Es ist ganz selbstverständlich. Deswegen muss ja die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus beendet werden. Das ist selbstverständlich. Und Andreas Popp, bei ihm ist es halt so, dass er sich verrannt hat, auch wieder, weil er eben nicht auf die richtigen Wissenschaftler bereit ist zu hören, sondern weil er wieder nur von den Ungebildeten lernt und selbst und dann natürlich auch die anderen Ungebildeten weiter in die Irre führt. Ja? Also er konzentriert sich auf Zins- und Geldsystem und so weiter und es ist nicht klar. Es ist ganz einfach, in der Evolution der Menschheit ist das Geld eine späte Erfindung, vielleicht in der Größenordnung vor ungefähr 35.000 Jahren. Ja? Aber der Tauschhandel oder zumindest mal der Tausch wird ganz sicher vor circa 400.000 Jahren erfunden, ist also viel älter. Und die entscheidenden Evolutionsprozesse, die ich in all den Videos immer wieder hier anhand dieses Schaubildes aufzeige. Ja, jetzt habe ich es aber wirklich kaputt gemacht. Moment, Verlauf. Ah, Fehler, ich muss nur darauf gehen. So, jetzt muss ich sie wiederholen. Ja, sorry, muss das schnell wieder zurückholen. Das ist so schwierig hier. So, jetzt habe ich es wieder. Also, anhand dieses Stammbaums zeige ich ja immer wieder, wie Evolutionsprozesse verlaufen in allen Videos. Und es ist eben so, dass ab dem Moment des Tauschhandels schon alles schief geht. Es mag ja sein, dass später, also hunderttausende Jahre später, nach der Erfindung des Geldes und des Zinses und so weiter, auch die Dinge weiter schief laufen. Aber die entscheidenden Dinge laufen alle schon schief. Also die soziale Marktwirtschaft wird schon zum Horror allein durch die Erfindung des Tauschhandels und des vor 140.000 Jahren durch Daten gesicherten Fernhandels als Erfindung. Ja? Professor Friedemann Schrenk bringt ja die Zahl ca. 140.000 Jahre ins Spiel als Erfindung des Fernhandels. Ja? Und das heißt also, wir haben dieser Andreas Popp und der Plan B und all diese Dings, das ist auch wieder nur, da führen wieder nur Ungebildete, andere Ungebildete in die Irre. Also hören Sie solchen Leuten einfach nicht zu, weil sie leider sozusagen sich auf moderne Folgeerscheinungen der Fehlentwicklung wie Zins und Geld sozusagen orientieren. Aber das alles Entscheidende ist schon zu Zeiten der Erfindung des Tauschhandels passiert. Ab dem Moment der ersten Erfindung des Tauschhandels ist die Fehlentwicklung voll im Gange. Und deswegen müssen wir komplett aus der sozialen Marktwirtschaft aussteigen. Und da das Andreas Popp und Eva Herrmann nicht sagen, sind sie wertlos und sind eben
wieder Leute, die sich nicht an den richtigen Wissen, also wieder nicht auf dieser Grundlage argumentieren. Und wenn jemand nicht auf, fragen Sie einen, wenn Sie einen Vortrag oder so gehen Sie, wenn Sie da zufällig vorbeigehen oder sowas, fragen Sie, argumentieren Sie auf der Grundlage solcher, dieses harten Kerns der naturwissenschaftlichen und dieser Autoren. Und wenn das nicht der Fall ist, vergessen Sie es. Es ist Irreführung, es ist Unwahrheit, da stecken dann wieder kapitalistische, sozialmarktwirtschaftliche Geschäftsinteressen dahinter und Sie werden in die Irre geführt und in die Unwahrheit geführt. Vergessen Sie es einfach. Ja, so viel für jetzt. Alles klar, tschüssi.